Na, Leute. Wow, hat der Mario knapp im Kopf verfehlt. Wie ihr seht, hat das Voting Super Mario Bros. The Lost Levels gewonnen. Entschuldigung, ich meinte The Lost Levels, nicht The Lost. Ich bin doof. Ich verkacke das Let's Play beim ersten Satz. Genau. Das wollte ich damit nur sagen. Hallo? Okay. Hallo? Ist irgendwie doof mit der Steuerung und so. Jedenfalls Super Mario Bros. The Lost Levels, das normal von Mar normalen Mario-Spielen her schwerste Mario, wenn ich ehrlich sein soll. Weil Kaizo Mario zählt ja nicht als normales Mario, und außerdem ist Kaizo leicht. Das werdet ihr noch sehen, weil ich früher oder später nochmal Kaizo Let's Playen werde. Und das war das erste Level von meinem neuen LP. Was ich gleich noch vorweg sagen wollte beim Voting. Ich werde alles dieser Spiele, jedes dieser Spiele, so sagt man das. Jedes dieser Spiele Let's Playen. Nur, welches soll, mit welchem sollte ich jetzt anfangen, war halt die Frage. Ja. Das war die Frage. Die Frage wurde mir beantwortet von euch. Ihr lieben, tollen, süßen Zuschauer hier. Ich hab euch alle lieb. Ja. Nein, ich bin kein nackter, bärtiger Pedo. So. Was? Ich bin durch die Plattform yay! Aber nein, ich nehme nicht den Secret Warp, denn ich spiele das Spiel zu 100% durch. Das heißt, wir machen dann mal hier weiter. Punkte. Oh, das klingt jetzt aber bis jetzt sehr flott. Um ehrlich zu sein, ich muss ab und zu mal wieder so oder Räusper-Räusper-Hüstel-Hüstel machen. Denn ich war neulich noch krank und jo. Das heißt, ich bin immer noch etwas angeschlagen, aber das ist schon gar nicht mal mehr so schlimm. Mit Terranigma hüstel ich ja auch schon die ganze Zeit rum. Ja. So muss das. Ich bin noch kein einziges magisch. Geil, geile Geilheit. Yay. Und wir spielen Fußball mit den Koopas. Yay, Fußball. Nein, ich mag kein Fußball. Ehrlich, Leute. Entschuldigung. Ich mag kein Fußball echt jetzt nicht. Und ich mag kein Fußball. Heißt, ich mag kein Fußball. Also, ne? Nicht nachfragen, ob es da Ausnahmen gibt. Und das Schloss ist gar nicht mal symmetrisch. Wer den Fehler nicht erkennt, ist blöd. Entschuldigung. Yay, Pilz. Yay. Ja, so schwer ist das Spiel. Was? Ich hab mich doch. Oh, ne. Das ist ja jetzt noch gewesen, hier ein bisschen Coinbox hinzupacken. Na komm! Oh, Axt nehmen. Nee, für was ist das überhaupt? Also für mich sieht das so aus wie eine Axt oder sowas von da. Und in dem Kartoffelsack ist ein Toad. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Our princess, sagt er tatsächlich. Ich dachte mal, er würde sagen, but your princess is in another castle. Naja. Und das ist schon wieder nicht symmetrisch. Also. Hey, wow! Moment. Gibt's hier einen Pilz drin? Und ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Ich glaube eher nicht. Das Schwerste an dem Spiel ist echt die Steuerung von Mario, weil der rutscht hier immer so. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so merkt. Oder die dieses Spiel kennen, wissen, was ich meine. Bam, diesen geil. Zack. Bin ich jetzt überhaupt schon mal gestorben? Ich glaube nicht. So. Hey. Doof. Yay. Das war schlau und cool und klug und yay. Wir haben voll Style. Wow. Ganz ruhig, meine Freunde. Und 5000 Punkte. Yay. Wieso gibt es eigentlich kein Leben, wenn man oben hinspringt? Ach ja, zur Steuerung nochmal. Ich weiß nicht, ob das überhaupt beabsichtigt ist an diesem Spiel, weil es macht das Spiel wirklich Feuerwerk. Yay, weil ich so cool bin. Ja, aber man kann es auch übertreiben. Okay.
Ich weiß nicht, ob das mit Absicht so ist, dass die Steuerung halt so bekloppt, bekifft, bekackt wie ein fünfjähriger Kind, der fünfjähriges Kind, das sich auch noch in die Hose scheißt, programmiert hat. Oder ob es einfach daran liegt, dass ich jetzt das erste Mal gestorben bin und das in Level 2.2. Hey, epic. Ah. Nein, oder ob es daran liegt, dass die Technik einfach damals noch nicht... Habt ihr nicht gesehen? Oder ob es daran liegt, dass die Technik damals noch nicht so gut war, dass man das mit normaler Steuerung machen konnte. So. Hallo? Ich komm da einfach nicht rauf, so einfach. Na, ja, kennen wir schon den Anfang, der langweilt nur. Ich hatte es natürlich vor, das Spiel zu spielen, ohne einmal Game Over zu gehen. Heißt, ich habe nicht mehr viele Chancen. Oh. Ah, geil. Oh, nein. Ah, okay. Wie soll man an die Münzen da eben rankommen? Ich habe keine Ahnung. Soll ich... Moment, ich probiere das von hier. Sollte eigentlich funktionieren. Oh, Münzies! Hey, okay. Hier ist ein Pilz? Oder so? Ja, geil. Oder so, ich habe noch gar kein Power-Up. Dann sollte ja eigentlich ein Pilz drin sein, wenn überhaupt ein Power-Up. Das müsst ihr erstmal nachmachen. So, wie soll ich da jetzt rüber? Oder. Ah, Moment, ja. Da war doch was. Ich weiß nicht, kann ich da oben rein? Ich versuch's einfach mal. Ja, nein, ja, lass mich raten. Ich muss hier. Ach so, das. Ah, geil. Okay. Na, ich hab's jetzt so geschafft. Hm, ja. Ah, ja. Nein, ich will jetzt keine Kommentare erwarten wie, er hat Eier gesagt, er hat Eier gesagt. Nein, sowas solltet ihr bitte unterlassen. Peace Way. Oder irgendwie sowas sagt er. Nee, Seas Way sagt er immer. Bei New Super Mario Bros. Auf der Wii und auf dem DS und ja, was weiß ich. Und war der Fisch da gerade in der Luft? Das heißt, wir haben hier wieder fliegende Fische oder. Ja, oh geil. Diese Level sind eigentlich extrem einfach, Dude. Okay. Gibt's vielleicht zum ersten Mal eine Feuerblume? Genau. Boah, ist die schlecht gemacht. Boah, ja genau, fetzt einfach von der Seite in mich rein, wie ein besoffener Autofahrer auf 180. Genau, so muss das. Ihr habt mein Motto erkannt. Wer bremst, verliert. Das war's schon, okay. Dann trinke ich mal eben was, das gönne ich mir. Also, Entschuldigung, wenn es gestört hat. ja, Pech. Ja. Oh, zweites Castle. Und bis jetzt klappt es ohne Saves. Was? Achso, ihr tötet euch in der Marmelade. Das ist schön. Gibt's hier einen Pilz? Nein, nein. Wieso mache ich mir überhaupt die... Hoff! Ah! Was? Wie soll denn... Ja. Oh, das letzte Leben. Wahrscheinlich soll man den Cooper-Shell da runter kicken, aber ist jetzt egal. Wie macht man das? Ah, okay, ich kann rüberspringen. Einfach so. Eiskalt. Nein, das ist ein Rätsel-Castle, oder? Nein, nein, bitte nicht. Und das ohne Safe States. Och, das wird... Das wird geil. Freue ich mich ja drauf. Ja. Ah. Ich zerknackse hier mein Gamepad. Nee, also Rätsel deshalb müssen jetzt echt nicht sein, meiner Meinung nach. Und. Ach, egal, da halt nicht rauf. Sollen wir nur.
Das Sprite-Glitch-Lag. Wow, wow! Oh, geil! Danke. Ja, nehme ich an. Also, ist gar kein Thema. Lass mich raten, ich muss mich da runterfallen lassen. Stimmt's? Das ist gar kein Rätsel-Castle oder was? Was ist denn das jetzt? Da kam jetzt gar kein Geräusch. Oh, wow! Boah, seid ihr meine Helden. Gute Nacht. Ach, wir kennen ja das jetzt noch gar nicht. Was passiert da? Oh, 2? Okay. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Echt jetzt? Oh, zeig die Kinder mir da den Mittelfinger. Oh nein, Hammer, Bruder. Aber ganz im Ernst, haben die mir da gerade den Mittelfinger gezeigt? Also, ihr seid echt. Stern. Nein, ich will den Stern. Ich will doch. Ja, ich dachte, ich bin tot. Ich wollte schon mich freuen. Also, freuen. Ja, ihr wisst, was ich damit meine. Was? Oh Mann, immer diese unbearbeiteten Stellen in Spielen und ja, und oh, ich dachte, ich bin tot. Ja, nee, da suche ich jetzt nicht nach einem Pilz. Das könnt ihr jetzt vergessen. Soll ich da jetzt noch hochkommen? Ich den jetzt hier usen oder ja. Ja, geil. Ja, ich würde sagen, ich hab's verkackt, oder? Ja, da konnten selbst die besten Skills nichts mehr drehen. Das war verloren. Ich hasse es sowieso, dass man in diesem Spiel die Koopa Shells nicht. Geil. Okay, warte ich jetzt. Haha, Invisible. Nee, okay, ich dachte gerade. Sah so verdächtig aus. Ich hätte es ja noch zugetraut. Also ich meine, ich hätte es so gemacht, also. So unfair wäre ich gewesen. Das war's schon? Was? Nein, ich will keine Warp-Zone. Oh, naja, dann überspringe ich halt eine Welt, dann wird's halt kein 100% One mehr. Was? Nö, okay, ich töte mich. Ich gehe doch jetzt nicht in Warp-Zone 1 zu. Oh, das ist doch bescheuert. Was ist das für ein. Das ist einfach nur. Nein, also. Behindert ist das. Ja, toll. Hab ich sie wieder verkackt oder was? Nee, okay. Weil ging jetzt gerade nochmal gut. Boah, hätte man sich da jetzt nicht mehr umbringen können, dann wäre es echt das dreckigste Spiel gewesen, mit Abstand. Wenn ich ehrlich sein soll. Ich werde jetzt einfach von hier unten springen. Ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwie rüberzukommen. Wie auch immer. Aber ich habe einfach. Nee. Das muss echt nicht sein, dass man so eine Scheiße in ein, ich würde mal sagen, normales Spiel einbaut. Weil ich glaube, das Spiel sollte echt normal sein und ich glaube, das konnte man damals echt kaufen. Und waren da gerade einfach mal alle Arten von Gegner im Wasser drin. Ja, ja, genau. Ja, okay. Ah, ne, die sind normal. Ah, ja, okay. Ja, wann kommen die Koopas und so? Da gibt's das jetzt hier doch nicht. Ja, man kann nicht immer aus dem Wasser raus, ja. Ja, Kusch. Ich denke mal, ich darf die Koopa unter Wasser nicht berühren. Wäre auch zu geil. Ich würde erstmal unternieren durch die Bude Rennerunde und dann nochmal und ja. Ja, noch ein paar Mal und so. Ja. Ah, okay. Das ging noch mal irgendwie halbwegs gut. Oh. Puh, ich dachte, ich prall zu sehr an der Decke ab und dann. Ja, das war's dann. Wow! Das war mal geskillt die Treppe hochgejumpt. Und wir haben in 15 Minuten Level 3-3 erreicht. Da geht's dann das nächste Mal weiter.
Wir haben nicht wirklich viel gefällt, nur in einem Castle mal ein bisschen. Aber sonst. Sonst war es eigentlich ganz okay bis jetzt. Hier setze ich kein Safe State, weil sonst sagt man vielleicht, sonst sagen vielleicht welche, ich hätte das nicht ohne Safe States gespielt, das ganze Spiel. Bis dann, ciao, ciao!